Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Opening. Nach langer Zeit mal wieder die GX-Hunting-Serie am Start. Heute nochmal mit Teams sind Trumpf 3 Booster, denn wir wollen nochmal versuchen, ein paar Tech-Team-Karten zu erhanden, bevor wir dann bald die neuen Sets öffnen werden, die bald kommen werden. Deswegen schauen wir mal. Nächste Woche wird es auf jeden Fall dann nochmal hier Kräfte im Einklang-Booster geben, ebenfalls 3 Stück. So, dann fangen wir mit Celebi, Bisaflom, Tech-Team an. Hoffen, dass sie was Gutes und Positives ziehen und gucken einfach mal, dass es gut wird. Dass wir nochmal hier einen Hit haben. Ich glaube, beim letzten Mal ist es nicht so gut gelaufen. Code erstmal beiseite für mich und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. 4 Karten nach vorne. Natürlich, wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, gerne kommentieren und gerne den Abo da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Denn zum nächsten Set und zum Sonderset wird jede Menge Stuff geöffnet. Eine Wasserenergie. Ein Enteron, ein Duokles, Tentoxa, Alola Kleinstein, Paras, Watzapf, Elezebra, Shigi, ein Towers als Reverse-Karte und ein Bibor. Naja, nicht so besonders berauschend der erste Booster, aber es kann auch besser werden. Pika, Rom, Pikarom. Also Pikachu und Zekrom auf dem Artwork. Dieses Pokémon hier vorne habt ihr nicht gesehen, denn ich habe keinen Bock, das auszusprechen. Deswegen tun wir es mal direkt an Seite. Schieben 4 Karten nach vorne. Ist mein Lieblings-Pokémon nicht. Aber ihr wisst es ja, wenn ihr mich länger verfolgt. Oh, es wird sehr schnell, wenn jetzt kein krasser Pull kommt, dieses Video. Ein ziemlich kurzes Video. Fokus bitte auf die Stahlenergie. Dann ein wunderbares Galoppa, eine Sorne, Yasu, Sterndu, Gramokles, Hornliu, Dratini, Dratini in Reverse und Tentatel. Wow, was ist das wieder für eine gute Ausbeute? Hoffentlich werden die anderen, der letzte Booster noch gut. Ich wollte sagen die anderen, aber ich habe keine anderen mehr. Doch, vielleicht die nächste Woche. Ja, müssen wir mal später alles sortieren, ob da noch Trainerkarten drin sind. Ich habe die extra mal hier rausgenommen gerade. So, Gengar Mimikma, letzte Chance, dass nochmal was Gutes gezogen wird. Und ja, ansonsten, was soll ich noch sagen, großartig? Ich will wenigstens eine Holo haben im letzten Booster. Wäre natürlich schön, wenn das funktionieren könnte. Wenigstens eine Holo wäre natürlich toll. Ansonsten hat es sich mal wieder nicht gelohnt, aber so ist das nun manchmal im Leben. Und dann habt ihr leider traurigerweise keinen Code bekommen, aber wenn ich das einen Hit habe, kriegt ihr natürlich den letzten Code. Keine Frage, den gönne ich euch dann natürlich. So, wir haben hier einmal eine Elektroenergie, Fokus bitte, danke. Ein Nocturne, Dragonier, unbekanntes Fossil, Iguana, Mankey, Vulpix, Pampam, Shigi, Reverse Mauzi und, nein, Slimog. Das waren 3 traurige Booster. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, nächste Woche machen wir dann weiter mit 3 Boosterkräfte im Einklang, damit auch nochmal hier auf meinem Kanal ein paar Videos kommen. Und es sind zurzeit nur kleinere Openings, denn, ja, es wird aufs Sonderset gespart, aufs neue Set gespart. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal. Bis dann und auf Wiedersehen.